So, moin Leute. Auf euer Bitten werden wir heute ein bisschen mit John spielen und Passwort hacken und mal gucken, was wir da machen können. Also John, also ich habe dafür eine kleine, ein bisschen was vorbereitet, ein verschlüsseltes RA, ein verschlüsseltes ZIP, ein verschlüsseltes Passwort, eine verschlüsselte Passwortdatei. Und wir gucken uns einmal kurz an, wo ich John hergeholt habe. Hier ist John im Internet, das ist der GitHub, wo man das kriegen kann. Und man kann sich das dann hier runterladen mit Download Zip oder man tippt dann sowas wie Git klonen und dann das, was dort irgendwie stand, die Sache. Wenn ihr ein Linux habt oder sowas. Der Raspberry Pi ist nicht besonders schnell, das heißt nicht besonders ge gut geeignet für Passwort hacken, aber das wird schon gehen. So, was passiert? Bei Linux ist es so, dass wir irgendwie in Passwort haben wir im Prinzip unsere Passwörter. Ich mache mal nur die ersten drei, die ich zeige. Und die sehen dann, eine Passwortdatei sieht im Prinzip so aus, sie ist dann länger. Ich mache das jetzt nicht, weil es ist hier Internet und ich will das nicht, dass es irgendwie jeder sieht, was los ist. Und vor allen Dingen, und dann gibt es eine, und das sieht man, da sind keine Passwörter drin. Das heißt, es gibt aber eine weitere Datei, die heißt Shadow. Da sind die Passwörter drin, die kann man aber nur als Superuser sehen. Das heißt, die könnt ihr nicht sehen. Deswegen habe ich mit Unshadow diese Passwortdatei und die Shadow-Datei zusammengefügt zu Unshadow. Da ich Superuser bin, habe ich sudo gesagt. So, das habe ich gemacht. Habe praktisch diese Sachen zusammengefügt und habe das irgendwie begrenzt auf nur einen User, nämlich der User HackMe. Und wenn ich jetzt Unshadow zeige, dann seht ihr, dass hier dieses Passwortfeld ausgefüllt wurde. Dieses Passwortfeld ist ein sogenannter Hash. Und dieser Hash ist, also ihr könnt versuchen, diesen Account zu hacken. Der ist sozusagen dafür gedacht. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir den gehackt kriegen mit John. Wenn wir nämlich sagen, okay, wir haben diese Sachen, dann wird es so sein. Also, wir haben ein Passwort, das heißt zum Beispiel geheim. Und wir wollen das hashen. Hashen heißt, das ist im Prinzip so ein aus einem kleinen Ding wird was Großes. Also es wird es ist ein einmaliger Key. So, um das mal zu zeigen, es wird irgendwie praktisch eine große Zahl daraus. Das kann man hier sehen. Damit man die vernünftig lesen kann, wird dafür aber irgendwie normalerweise Base 64 genommen. Und das ist praktisch irgendwie statt mit Hexadezimalzahlen das darzustellen, wird das in die Großkleinbuchstaben und Ziffern umgesetzt. Das heißt, es sind dann irgendwie Base 52, Base 62 Ziffern. Und damit kann man das irgendwie einigermaßen kurz und schnell darstellen. Wie ihr seht, genau so ein Hash ist das hier. Das heißt, das ist genau das, was hier unten ist. Exakt das. Mit ein bisschen, noch ein bisschen Tralala hinten drin. Also hier sind noch irgendwie Teile drin und so weiter. Aber letztendlich ist es das. Ja, nur dass ihr es das versteht, was das hier ist. Das hier ist tatsächlich das Passwort. Und dieses Passwort versucht John jetzt zu knacken. Und John funktioniert auf verschiedene Weisen. Ich kann John sagen, Incremental. Er soll einfach nur inkrementieren. Ich sage jetzt mal, irgendwie, er soll es nach Standard Out schicken, einfach nur und mir es anzeigen. Less sagt, also hat Pipeline, Less heißt es, alles, was sie ausgibt, soll in einen Pager reingehen und nur seitenweise dargestellt werden. Das kann ich machen und dann sieht man, okay, nach kurzer Zeit kommen dann Passwörter, die er ausspuckt. Dann kann ich sagen, okay, ich möchte irgendwie Incremental nur Digits haben. Ja, wenn man hier nur Digits kriegen. Und was John irgendwie alles an Incremental kann, das kann man irgendwie sagen, List, was er mag, so was er irgendwie unterstützt, Digits, Upper, Lowercase und so weiter und so fort. Das ist das Incremental, das ist das eine. So, dann gibt es die Wordlist, das heißt, dann würde man aus Passwörtern irgendwie
Komm, da ist ein Passwort, eine Passwortliste ist schon vorhanden, die ich da eingespielt habe. Und dann sieht man irgendwie hier, dass hier irgendwie so die häufigsten Passwörter, die so gebraucht werden, durchblättern. Die kann man auch noch mit Roots mängeln, also das heißt, dass sie dann irgendwie ein 1 hintergehängt wird, eine 2, eine 3, irgendwie umgekehrt geschrieben wird und so weiter und so fort. Das ist dann komplizierter. Ich kann sagen, ich will das begrenzen auf 3 Zeichen oder sowas, dann kommen nur 3 Zeichen Passwörter dabei raus. Okay, so kann man irgendwie damit irgendwie, also im Prinzip ist das das, so funktioniert John. So, John kann natürlich noch mehr. John kann jetzt sagen, ich nehme mir diesen, ich sage jetzt zum Beispiel, dass wir eine Wordlist nehmen. Und wir nehmen uns dieses Unshadow vor und sagen, der soll das mal cracken. Jetzt geht da irgendwie das Unshadow vor los und guckt mal, ob er da den Passwort findet. Ups, er hat es gefunden. Und zwar hat er gefunden, dass Hack Me das Passwort Crash and Burn hat. Das hat er ziemlich schnell gefunden, nicht wahr? Ja, das ist schon ziemlich massiv. Das ist John ist schon gar nicht so schlecht. Natürlich ist nicht mehr das Passwort, das Hack Me hat. Das heißt, man kann sich da nicht man kann sich nicht wirklich einloggen. Man kann nur checken, ob dieses Passwort funktioniert oder nicht. Ich habe das irgendwie schon wieder geändert. Das machen wir nämlich gleich. So, Crash and Burn kann er finden, weil das ist irgendwie ein häufiges Passwort, weil das irgendwie aus dem Film Hackers kommt oder so. Und so einfach kann man das machen. Jetzt kann man sich fragen, okay, wie kann ich zum Beispiel das Zip machen? Okay, dann mache ich irgendwie Zip to John. Geheim Zip. Und das schicke ich nach PassZip. Okay, das heißt, er hat jetzt in PassZip den Hash, den er für die verschlüsselte, da ist eine Nachricht drin, eine geheime Nachricht drin, die ich nicht entschlüsseln kann. Also wenn ich jetzt sage unzip geheim zip, dann fragt er, oh, wie ist das Passwort? Kenne ich nicht, kommt da also nicht rein. Das ist ein verschlüsseltes Dings da. Also kann ich mit John, ich habe das eben also rausgeholt mit, wie ihr seht, nee, wo ist das denn gelandet? Passpunkt Zip, genau. Das ist natürlich ein doofer Name. Ich mache es mal irgendwie. MovePass.zip nach Pass.txt. Okay. Nee, Zip.txt. Okay. So, dann sage ich jetzt mal John. Knack mal das Zip.txt. Hat er gefunden. Das Passwort, sagt er, ist Gott. Kann man hier sehen. Oh, das ist geschlossen. Also, das hat er ziemlich schnell gefunden. Das heißt, damit habe ich das Zip geknackt und genau dasselbe kann ich natürlich auch machen mit dem Ra to John von dem Geheimpunkt Ra. Und das kann ich nach Pass. Nee, Ra.txt. Okay. Jetzt kann ich auch sagen, John soll das mal knacken. Rat.txt. Findet er nicht sofort. Ah. Brechen wir mal kurz ab. Gucken wir mal, ob dieses ra.txt vernünftig irgendwie ist. Jo, das sieht gut aus. Und deswegen sage ich mal, ich nehme hier stattdessen mal eine Wordlist. Hoffen wir, dass das mit der Wordlist schneller geht. Ansonsten macht ihr ja diesen Zufallsdurchlauf. Also. Oh, hat er gefunden. Ach Gott. Okay. Geht. Ist sozusagen irgendwie halt,
Damit kann man irgendwie, also praktisch alle möglichen Passwörter relativ schnell rausbekommen. Und wenn ihr eine Grafikkarte habt, wo eine GPU drin ist, dann geht das sogar noch schneller. Wie viele Minuten haben wir jetzt? Wir haben 10 Minuten. Ihr seid aber verrückt. Mit 10 Minuten kann ich euch das noch nicht beibringen. Wollen wir noch irgendwie eine Sache machen? Und das ist N-Hack, glaube ich, ist das. Nee, N. Oh Gott. History. Wie hieß es denn? Hieß es nicht N-Hack? N-Crack, genau. N-Crack. So, jetzt können wir mal sehen. Jetzt können wir mal gucken, ob wir irgendwie mit N-Crack arbeiten können. Das habe ich auch irgendwie schon mal ausprobiert. Ups, History. Ist nicht das. So, da können wir sehen, irgendwie ich habe damit ein bisschen rumgespielt und wir können hier eine, also zum Beispiel diesen Angriff auf den User Hack Me machen. Das würden wir dann irgendwie so machen. Ncrack. Einmal probieren. User Hack Me. Wir wollen von John eine Wordlist. Das brauchen wir jetzt nicht anzugeben, weil das ist irgendwie eigentlich schon festgelegt. Eine Wordlist und Standard Out. Das heißt, wir wollen das sozusagen, wir wollen die Passwort, also das Argument Passwort minus P soll er von John generiert kriegen. Das macht er dann hier. Und ich möchte angreifen momentan den Host SSH Localhost. Das ist jetzt irgendwie der kleine Raspberry Pi hier. Und ich habe mir hier vorne verschrieben. Hack me. Und das kann ich mal versuchen, ob das geht. Und jetzt wird er versuchen, irgendwie sich dort einzuloggen. Und probiert jetzt verschiedene Passwörter aus. Und dann wollen wir mal gucken, ob er dort reinkommt. Und ich habe ihm gesagt, er soll das irgendwie beim ersten Mal, irgendwie so minus F, soll er dann stoppen. Und er hat gesagt, er hat ein Passwort gefunden, das nennt sich Passwort. Ha. Hack Me ist momentan mit Passwort gesichert. So, das heißt, er hat tatsächlich, jetzt könnte man hingehen und sagen, okay, SSH, Hack Me, Localhost, also packe ich irgendwie jetzt auf dem Raspberry Pi, Passwort und schwupps bin ich drin. Allerdings bin ich auch gleich wieder draußen. Wie ihr seht hier oben, habe mich eingeloggt, die ganze Meldung ist gekommen und die Connection ist closed, weil es ist so, wie ich das eingerichtet habe. Das heißt, der kann man sich nicht einloggen. Deswegen habe ich den so gemacht, damit könnt ihr rumspielen. Und wenn ihr diese Meldung bekommt, war es richtig. Wenn ihr ein anderes Passwort eingebt, was ich jetzt mal mache, dann sagt er, Passwort denied. Das heißt, ich habe tatsächlich das Passwort gehackt und ich glaube, das reicht. Das heißt, ihr wisst jetzt ungefähr, wie ihr mit dem umgehen könnt. Ihr könnt natürlich John Help sagen, dann kriegt ihr die ganzen Optionen angezeigt. Man John könnt ihr sagen, dann bekommt ihr irgendwie das irgendwie in einer etwas anderen Form. Und ihr könnt euch natürlich die Dokumentation auf der Seite ansehen. Ich werde das linken unterm Video, dass ihr dorthin kommt. Ja, ich denke, das ist erstmal irgendwie das. Und wie gesagt, das N-Crack ist ein ganz nettes Programm. Das hat eben auch noch ein paar Optionen. Da kann man auch in alles Mögliche einbrechen. Aber ihr macht das natürlich nicht von diesem Rechner aus. Und wenn, dann macht ihr es nur auf Sachen, die ihr kennt. Jo, ich hoffe, das hat Spaß gemacht.